Zum Schluss möchte ich in diesem Ding hier noch kurz was weiteres einbauen, was für Bewegung auch ganz schön ist. Bewegung haben wir bisher immer komplett von Hand gesteuert. Also wenn wir was bewegt haben, haben wir uns eine Funktion geschrieben, die sich die Zeit anguckt und guckt, welche Werte sie ändern muss. Es gibt aber viele Bewegungsabläufe, die immer wieder auftauchen. Das ist auch eventuell was, was Sie schon mal gesehen haben. Also wenn sich jetzt so eine Art abgefederte oder irgendwie runde Bewegung haben will, also dass ich diesen, ganz platt gesagt, dass ich diesen Regler hier nicht selbst machen muss, sondern damit das automatisch abläuft und schön aussieht, dann setzt man im Allgemeinen eine Technik ein, die man Tweening nennt. Und das will ich Ihnen noch kurz mal zeigen. Also die Technik heißt Tweening. Haben Sie vielleicht in anderen Zusammenhängen schon mal gesehen. Tweening wird zum Beispiel in CSS eingesetzt. Es wird in jQuery finden Sie das in allen möglichen Bereichen. Tweening kommt von dem Wort in between, weil es darum geht, dass automatisch Zwischenwerte, also die Werte in between, für Sie berechnet werden. Also ganz grobe Vorstellung ist, Sie haben irgendeinen Startwert, Sie haben irgendeinen Endwert und dazwischen gibt es irgendwelche Zwischenwerte. Das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo das startet, einen Zeitpunkt, wo das endet. Der Wert, um den es geht, kann sowas sein wie die Höhe oder der Winkel oder was auch immer. Und Sie wollen, dass das dazwischen automatisch berechnet wird. Die einfachste Möglichkeit wäre sowas hier, aber Sie können ja sich auch andere Dinge vorstellen, zum Beispiel so ein langsames Ansteigen des Wertes oder etwas, was am Anfang stärker ansteigt und dann langsamer wird, oder was man auch sich vorstellen kann, etwas, was erstmal quasi so Schwung holt und dann hier so reingeht. Die Art und Weise, wie Sie vom ersten zum zweiten Wert kommen, vom Start zum Endwert, ist das, was man beim Tweening die sogenannte Easing-Funktion nennt. Easing heißt das englisches Wort für Abschwächung oder Lockerung oder sowas in der Art. Wenn Sie auf die Website easing.net gehen, da hat jemand netterweise, falls wir da nochmal hinkommen, easings.net, nicht easing. Das jetzt wieder übernommen? Nee. Da hat jemand netterweise die üblichen Easings, die man so in verschiedenen Libraries findet, für uns alle schon mal hingemalt. Sinusförmige Easings, quadratische Gleichung, kubische Gleichung, die gibt es immer in verschiedenen Varianten, in, out und in, out. Da gibt es auch ganz nette, wie ich eben schon sagte, zum Beispiel welche, die sozusagen Schwung holen, weil sie erstmal über den Startwert nach unten hinausschieben und schießen und dann wieder hochkommen. Dann gibt es sowas wie elastisches Schwingen, Bounce und so weiter. Und diese Website ist noch ganz praktisch, jetzt nicht unbedingt für unsere Zwecke, aber wenn Sie die für jQuery oder sowas einsetzen wollen, wenn Sie raufklicken auf das Ding, dann zeigt er Ihnen immer den Code für jQuery hier unten an und auch den Code für CSS. Dann müssen Sie das Easing dann in Form einer Bézier-Kurve angeben. Und der hat die Bézier-Kurven für Sie hier schon ausgerechnet. Also alles ganz praktisch. Für unsere Zwecke ist diese Website eigentlich nur deswegen sinnvoll, weil wir da zumindest schon mal die ganzen Kurven sehen können, die man so benutzen kann. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden eine Library benutzen, die uns die ganze Arbeit abnimmt. Die heißt passenderweise Tween.js. Das Template, was in Emil ist, habe ich aktualisiert, sodass in dem Template jetzt auch diese Tween.js-Library mit drin ist. Was ich in der Index-Seite einfach geändert habe, diese Tween.js-Library wird jetzt immer mitgeladen. Die liegt in dem Ordner auch schon drin. Der Code ist das gleiche, was wir schon hatten. Und das Einzige, was ich jetzt machen möchte, ist diese Bewegung zwischen den Morph-Targets, die ich da eben von Hand geregelt habe, die möchte ich jetzt regeln über so ein Tween, damit wir mal sehen, wie so ein Tween funktionieren würde. Bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal an, wie so ein Tween funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Das können wir uns am besten in der Konsole angucken. Also ich mache hier unten meine Konsole auf.
So ein Tween bekommen Sie, indem Sie einfach sagen New Tween. Tween. Das eine ist der Name der Klasse sozusagen, das andere ist der Name des Objektes, was Sie haben wollen. Und dann übergeben Sie dem Ding mehrere Parameter. Der erste Parameter ist das Objekt, was getweent werden soll. Da können Sie irgendein JavaScript-Objekt übergeben. Typischerweise würden Sie dann später sowas übergeben wie Box Position oder sowas. Also die Position der Box, die Sie bewegen wollen, zum Beispiel, die soll getweent werden. Es werden dann, das ist so ähnlich wie bei dem Graphical User Interface, was wir hatten, immer bestimmte Properties rausgegriffen. Das steuern Sie hier bei diesem Aufruf, die geregelt werden sollen. Ich mache jetzt mir mal selbst ein Objekt hier, weil ich kein spezifisches habe, was ich bewegen möchte. Ich schreibe hier mal, mein Objekt hat einfach nur eine Property, die heißt x und die ist zurzeit 0. Das ist mein Startobjekt und x0 ist mein Startwert. Und als nächstes sage ich, das ist wieder Method Chaining, wohin dieser Startwert bewegt werden soll, also was der Endwert ist. X soll am Ende 1 sein. Das entspricht also dem, was ich hier hingemalt habe als Start und als Endwert. Ich könnte hier jetzt auch mehrere Werte haben. Ich könnte jetzt gleichzeitig ein X, ein Y und ein Z-Wert tweenen, die sich von verschiedenen Startwerten zu verschiedenen Endwerten bewegen. Ich mache jetzt mal die einfachste Variante. Ich habe nur einen Wert, der von 0 nach 1 bewegt werden soll. In diesem To setzen Sie nicht nur fest, was der Endwert ist, sondern Sie setzen auch fest, wie lange es dauern soll, bis Sie beim Endwert angelangt sind. Da geben Sie eine Zahl an. Diese Zahl hat eine Bedeutung, die Sie selbst festlegen. Typischerweise werden das Millisekunden sein. Wie viel Millisekunden Sie brauchen wollen, bis Sie von 0 nach 1 gelangt sind. Aber wir werden gleich sehen, dass Sie selbst steuern können, ob dieser Wert 1000 Millisekunden bedeutet oder 1000 Sekunden oder was auch immer. Das ist eigentlich das Minimale, was Sie brauchen. Jetzt hätten Sie einen Tween, der in Einheiten von 0 bis 1000 den Wert von 0 bis 1 ändert. Damit wir überhaupt sehen, was der Tween macht, kann ich ihm jetzt noch so eine On-Update-Funktion geben. Das bedeutet, werden wir gleich sehen, jedes Mal, wenn ich den Tween update, wird diese Funktion aufgerufen. Und dann nehme ich, damit wir was sehen können in unserem Test, eine Funktion, die den aktuellen Wert auf die Konsole schreibt. Jetzt die gute Frage, was ist denn eigentlich der aktuelle Wert? Diese On-Update-Funktion, die da aufgerufen wird, die bekommt als Parameter immer this übergeben, also wie beim Methodenaufruf in JavaScript. Und this ist immer dieses Objekt hier. Das Ding kriegt die Funktion übergeben. Das heißt, was ich jetzt loggen möchte, ist entweder this oder vielleicht noch einfacher this x direkt, weil das ja der Wert ist, der mich interessiert. Damit ist der eigentliche Tween schon fertig. Den sehen Sie jetzt hier, wie der aussieht, ist gar nicht so wichtig. Für uns wichtig, ein Tween hat zwei Funktionen. Die eine ist die Funktion Start. Damit wird der ganze Vorgang einmal angestoßen, diese Bewegung von 0 nach 1. Typischerweise übergeben Sie Start einen Wert und da entscheiden Sie jetzt selbst, was Ihre Zeiteinheit ist. Wenn Sie hier jetzt gar nichts übergeben, dann guckt der Tween in der aktuellen Uhrzeit nach. Das heißt, er ruft dann die Funktion, wie heißt die, Window Performance Now auf und guckt die aktuelle Zeit in Millisekunden sich einfach an. Sie können das aber auch selbst steuern, indem Sie sagen, jetzt ist 0 Uhr. Also wenn ich das so aufrufe, dann ist jetzt 0 Uhr. Und immer wenn Sie jetzt die Funktion Tween Update aufrufen, dann erfahren Sie, was mit Ihrem Wert passiert wäre nach entsprechend vielen Zeiteinheiten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Funktion Tween Update mit 1000 aufrufen, dann muss x den Wert 1 haben, weil der ja in 1000 Zeiteinheiten bis zu 1 gehen soll. Und tatsächlich kommt auch 1 raus. Wenn Sie bei 500 aufrufen, dann sollte Tween den Wert dazwischen haben, 0,5. Und wenn Sie bei 100 aufrufen, dann sollte es ein Zehntel sein. Moment mal, wieso sollte das eigentlich 1, 1/2, ein Zehntel sein? Weil ich mit diesem Tween noch gar nichts Interessantes gemacht habe. Ich habe dem noch gar keine Easing-Funktion gesagt. Easing, sehen Sie sich, waren diese grünen Kurven, die ich da hingemalt habe. Das heißt, wenn ich dem Tween gar nicht sage, wie er easen soll, dann nimmt er die langweiligste Easing-Funktion, die es überhaupt gibt, nämlich einfach lineare Änderung. Das ist einfach die Linie von dem Startwert zum Endwert. Jetzt nehme ich mal was Interessanteres.
Oder vielleicht zeige ich Ihnen das erst nochmal, wie das mit den Zeiteinheiten ist. Wenn ich denselben Tween wie eben genommen habe und ich starte den mit einem anderen Wert, nicht wie eben mit 0, sondern zum Beispiel mit 42.000, und ich rufe ihn dann auf mit Tween Update 42.100, dann bekomme ich auch wieder das 100er-Ergebnis. Ne? Also er rechnet quasi immer Startzeit, Updatezeit. Differenz von den beiden sind 100 Einheiten. Das ist das, was für die Berechnung benutzt wird. Aber das Entscheidende, was ich Ihnen ja eben gesagt hatte, ist, richtig lustig wird das Ganze erst, wenn ich eine interessante Easing-Funktion hier eingebe. Das heißt, ich mache das gleiche wie eben, sage ihm jetzt aber, ich möchte für Easing was Netteres haben. Die Syntax sieht folgendermaßen aus: Sie schreiben Easing hier hin und dann haben die Dinge Namen, das sind Konstanten. Zum Beispiel nehme ich hier mal Easing back in. Das wäre dieses hier. Ich möchte jetzt so eine Kurve haben. Das bedeutet, zum Zeitpunkt 0 soll 0 sein, zum Zeitpunkt 1 soll 1 sein, aber zwischendurch soll die Kurve quasi so Schwung holen, kann sogar ein bisschen kleiner als 0 werden und dann so gemächlich in die 1 übergehen. Da ist mein Tween und jetzt mache ich das gleiche wie eben. Ich starte das Ding. Ich kann erstmal gucken, was passieren würde am Ende. Da soll natürlich 1 dastehen. Aber Sie sehen schon, dass er da jetzt irgendwas anderes ausrechnet, weil da jetzt nicht mehr genau 1 steht, sondern irgendein Wert, der ziemlich genau 1 ist, aber nicht ganz genau. Und jetzt ist interessanter eigentlich, was zwischendurch passiert. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Mitte. Da war ja vorhin bei der linearen Interpolation einfach 1/2. Hier haben wir jetzt irgendwas, was unterhalb der Achse liegt. Wenn Sie sich an die Kurve, die ich Ihnen eben gezeigt habe, erinnern, da ist er immer noch in dem Bereich, wo er Schwung holt und kommt erst langsam über die Achse hinaus. Und wenn ich jetzt sowas nehme wie zum Beispiel 200, dann bin ich auch unterhalb der Achse. Erst wenn ich näher an die 1000 rankomme, wird der Wert langsam größer, dauert aber ganz schön lange. Jetzt habe ich langsam Werte, die größer werden. Und dann steigt das Ding irgendwann ziemlich stark an und ich komme dahin. Das Schöne ist, ich muss mich um diese Werte gar nicht kümmern. Ich gucke mir einfach irgendeine Kurve aus, die ich haben will, die ungefähr der Bewegung entspricht, die ich möchte, und lasse das dann die Tween Library machen. So, übrigens so eine Kurve, wenn Sie den Begriff mal hören, die sozusagen auf der falschen Seite anfängt, die erste, die falsche Richtung läuft, nennt man Overshoot häufig. Ingenieure nennen das gern Overshoot, weil die da sozusagen rüberschießt, bevor sie in die richtige Richtung geht. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir so einen Tween nutzen für unsere Geschichte, die wir hier gebaut haben. Eigentlich ganz simpel. Ich muss erstmal diesen ganzen Controls-Kram entfernen hier, weil ich das nicht mehr haben will, mein Graphical User Interface. Und jetzt kommt das eigentliche Tween. Also ich schreibe jetzt sowas, was ich eben in der Konsole auch hatte. Ich mache mir ein neues Tween. New Tween. Tween. Das, was vorher mein Controls war, das packe ich mir jetzt hier rein. Und ich habe jetzt erstmal nur einen Influence-Wert. Der ist am Anfang 0. Und jetzt sage ich, was mein Zielwert ist. Das soll am Ende 1 sein. Das heißt, der Tween soll den Einfluss des Morphings langsam von 0% auf 100% regeln. Und ich gebe ihm dafür mal 3 Sekunden Zeit, 3000 Mikrosekunden. Und meine Update-Funktion ist jetzt natürlich eine andere. In diesem Fall möchte ich jetzt nicht, dass der Wert in der Konsole angezeigt wird, sondern er soll benutzt werden, um tatsächlich diesen Influence zu ändern. Also on Update soll die folgende Funktion ausgeführt werden. Der Wert, den ich bekomme, ist ja this influence. Und dieser Wert soll, wie wir das eben auch gemacht haben, als Einflusswert für das Morph-Target genommen werden. Also an der Stelle schreibe ich Cube Morph-Target Influences 0 soll dieser Wert sein. Jetzt habe ich zwar meinen Tween fertig, aber ich muss natürlich zwei Dinge machen. Ich muss das Tween einmal starten. Und dann muss ich das Tween auch in regelmäßigen Abständen updaten. Das Starten des Tweens mache ich gleich hier. Tween Start.
Jetzt nochmal, um genau zu klären, inwieweit das mit der Uhr zusammenhängt. Ich könnte das einfach so stehen lassen, das würde funktionieren. Aber um zu zeigen, was genau passiert, zeige ich Ihnen, welche Zeit hier gemessen wird. Es gibt in JavaScript eine Funktion, die heißt Window Performance Now. Die ist, wie der Name schon sagt, hauptsächlich dafür gedacht, dass man Performance messen kann, ist aber in JavaScript in den verschiedenen Browsern die genaueste Uhr, die Sie bekommen. Da gibt es, ich weiß gar nicht, ob es da schon einen genauen Standard für gibt. Sie können aber in modernen Browsern davon ausgehen, dass der Ihnen mindestens eine mikrosekundengenaue Zeit gibt. Meistens gibt er Ihnen noch Stellen nach dem Komma, die noch genauer sind als Mikrosekunden. Also das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt die Zeit und das ist meine Startzeit, die merkt sich der Tween. Und in meiner Schleife, ich werde dann nachher statt redraw die Funktion regelmäßig aufrufen, darum schreibe ich hier setIntervall. Redraw, sagen wir mal, alle 20 Mikrosekunden soll die aufgerufen werden, Millisekunden soll die aufgerufen werden. Habe ich hier oben eben Mikrosekunden gesagt? Meinte ich auch Millisekunden, also Tausendstel Sekunden. Und in der Redraw-Funktion rufe ich einfach mein Tween-Update auf. Genau wie eben mit dem aktuellen Zeitpunkt. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Lassen Sie mich noch eine Sache sagen, das ist auch was, was mich beim Vorbereiten der Vorlesung relativ viel Zeit gekostet hat. Dieses Tween ist so gebaut, bei der Startfunktion müssen Sie kein Argument übergeben, dann nimmt er automatisch Window Performance Now. Bei der Update-Funktion müssen Sie ein Argument übergeben, sonst nimmt er einfach Not a Number. Und dann bekommen Sie ganz seltsame Effekte. Und auch da kann ich nur sagen, User Interface 3-, weil das müsste eigentlich besser sein. Man kann nicht eine Funktion mit dem Default-Wert machen und die andere Funktion, die eigentlich genauso funktionieren soll, ohne Default-Wert machen. Also besser, Sie geben an beide Funktionen, übergeben Sie immer den jeweiligen Wert. So, jetzt gucken wir uns mal an, was das jetzt bedeuten würde für unser Programm, wenn es denn funktioniert. Also, Sie sehen, ich habe meine Hände nicht benutzt. Er macht die Bewegung von selbst. Er hat also jetzt in 3 Sekunden von dem Start zum Endwert getweent. Allerdings war das jetzt ein langweiliger Tween. Ich habe ihm ja gar nicht gesagt, was für ein Easing er machen soll. Darum hat er jetzt einfach so eine lineare Bewegung gemacht. Und jetzt machen wir da mal einen interessanteren Tween draus. Also hier, wo ich ihn baue, sage ich sowas wie eben. Easing, was hatten wir da? Back in. Jetzt sollten wir sowas haben, wo er erst so ein bisschen quasi aus dem Leim geht und erst dann langsam da reingeht. Aber auch 3 Sekunden. Ich starte. Und jetzt, nachdem er Anlauf geholt hat, wird er dann erst lang. Ne? Also jetzt nochmal das Ganze vielleicht. Und dann geht er raus. Das macht alles die Tween Library für uns, müssen wir nichts tun. Und dann können Sie damit jetzt noch rumspielen. Die Tween Library müssen Sie dann mal in der Doku gucken, die kann noch diverse Dinge mehr. Zum Beispiel können Sie jetzt sowas hier hinschreiben, ohne da groß was für schreiben zu müssen, wie repeat to, das heißt, wiederhol das, weil es so schön war, wiederhol das zweimal. Dann gucken wir einfach mal zu. Einmal wiederholen, nochmal wiederholen. Was jetzt nicht so schön ist an dieser Wiederholung ist, dass dazwischen immer so Sprünge sind, dass er immer wieder bei 0 anfängt. Können Sie auch ersetzen, indem Sie ihm sagen, er soll sich verhalten wie ein Jojo. Die Funktion heißt Jojo. Jetzt bekommen Sie Folgendes: Tween in, Tween out sozusagen. Und dann macht er so einen Jojo-Effekt und geht vorwärts und rückwärts. Das war jetzt die zweite Wiederholung. Jetzt ist es vorbei. Und wenn Ihnen das so gut gefällt, dass Sie das für immer sehen wollen, können Sie hier auch Infinity nehmen. Dann müsste er jetzt immer hin und her machen. Und wie gesagt, die ganzen anderen Dinge, die man mit Tween noch machen kann, sollten Sie mal in der Doku nachschauen. Man kann zum Beispiel Tweens auch hintereinander schalten. Die Funktion heißt Chain. Das heißt, Sie bauen sich 2 Tweens und dann chainen Sie den einen Tween an den anderen ran. Das heißt, Sie machen erst die eine Kurve und dann die andere Kurve zum Beispiel. Das ist auch möglich. Worauf Sie dann achten müssen, ist, dass Sie in Ihrem Code hier unten, wo ich jetzt diese Funktion
Update von dem einen Tween aufrufe, sollten Sie dann stattdessen besser sowas schreiben. Groß-Tween-Update. Das bedeutet, alle Tweens updaten, die da sind. Sie können auch mehrere Tweens haben, die werden dann alle gleichzeitig abgedatet. Aber wie gesagt, das steht in der Doku alles drin. Diesen Code können Sie auch runterladen. Und jetzt haben wir dann doch nochmal eine kleine Stundenübung. Wir haben nur noch eine halbe Stunde, aber da hoffe ich auch, dass Sie vielleicht zu Hause nochmal ein bisschen dran arbeiten.